Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2 in der Waschküche des Grauens. So, jetzt aber mal wieder hier Butter bei der Fische. Wo ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist da. Also werden wir dort auch mal hingehen, was... Der Junge! Ist der irgendwie... Alter Lava, guckt euch das mal an. Ist ja voll gar nicht... Da fehlt ja auch Haut am Knochen. Ist ja überhaupt nicht brutal. Ist ja voll kinderfreundlich, das Spiel. Bitte nicht mich verfolgen. Sonst bekomme ich Angst. So. Wir gehen weiter. Warum macht sowas jemand? Warum hier? Wer hat denn die Zeit, so viele Kerzen anzuzünden? Jetzt mal ohne Spaß, ey. Soll ich da rein? Nein. Na, wenn ich es nicht muss, dann mache ich es doch. Oh mein Gott. Ist da irgendwas geschrieben? Ja, irgendwas, was ich nicht lesen kann. Was ist denn hier? Oh, da haben wir Credits. Meine Credits. Du zuckelst ein bisschen komisch. Hör auf damit. Das sind die Leute, die hier gewohnt haben. Ach, guck mal, und da drunter hier so eine... Oh, ich bin gerade hier beim Chillen gestört. Tut mir leid. Einfach nur krank. What the fuck? Ach, hier kann ich auch rein. Ja, dann warum nicht? Es ist immer noch 12 Uhr. Das kann gar nicht sein, die Uhr lügt. Und dafür muss sie bestraft werden. So, mal hier, er war duschen, alles klar. Aha. Halt die... Warum klingelt diese Uhr um 12 Uhr? Es war die ganze Zeit überall 12. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ja, ich habe mich... Ja, zum Glück habe ich mich eigentlich... Davor habe ich mich jetzt gar nicht so erschrocken. Nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzungen. Sie haben Glück, dass sie sich nicht erinnern. Denn wenn sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Na er. Sieh dich nur an. Wie bist du geworden bist. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Okay, dem scheint es aber auch nicht so gut zu gehen, dem guten Strauss. Distriktdirektor Tightman. Alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Alter. Operation. Oh, verdammt. Verzeihung, wollte ich nicht. Okay, ich werde das mal speichern. Wenn uns die Möglichkeit hier einfach mal gegeben wird, dann möchte ich die auch gerne nutzen. Wir sind schon Kapitel 6. Leck mich am Arsch, ey. Ich glaube, das habe ich aber auch schon in der letzten Folge bemerkt. Das weiß ich gar nicht mehr. Oh. Ich würde eigentlich... Okay, da muss ich lang. Also gehen wir erstmal hier. Denn da funkelt etwas in meinen Augen. Ein wenig Plasma-Energie. Das ist immer etwas Gutes. Alter, habe ich mich... Ah, wir kennen uns doch. Jetzt verlier deinen Arm, verlier deinen Kopf, verlier irgendwie alles, stirb. Nein. Okay. Da ist irgendwie nichts rausgekommen. Ey, lass mal was droppen.
Da ist schon wieder so ein Teil. Da kommt noch so ein Ding irgendwo her. Ich muss nachladen. Ich laufe trotzdem. Oh, an der Wand hängt auch so ein Scheißteil. Weg, weg. Ja, 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 komm mal hergerannt. Damit ich dich einfacher töten kann, du Scheißvieh. Komm her. Oh, Kacke. Das ist blöd, 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 blöd. Tritt da drauf, Eishack. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt ist doof. Jetzt ist es tot. Alter. Jetzt schieß doch mal irgendwie was ab, Junge. Meine Fresse, ey. Tollen Stase-Pack. Was soll ich mit dem Scheiß? Gib mir mal was ich auch gebrauchen kann, ihr Arschkekse. Mann, du Pissnäcke. Piss dich. Wo ist noch eins? Hier. So, bam, voll runtergeschossen, du Hure. Oh, oh. Mann, jetzt lass mich in Ruhe. Alter, ganz ehrlich, mit einem einzigen verkackten Arm. Komm, noch so ein Schweinepriester. Bam. Und noch was? Ich bin mir nicht so sicher, dass das schon alles gewesen ist. Ich glaube, einen habe ich jetzt vergessen. Ne, das war der da hinten, genau. Oh, hier ist auch noch was. Da ist auch noch was. Können wir zur Not ja alles verkaufen. Wenn wir die Muni nicht brauchen, kann sie weg. Was? Wo kommst denn du jetzt her, du Arsch? Boah, hier willst du mich eigentlich voll verarschen. Mann, der lässt gar nichts droppen, obwohl der so dick ist. Der müsste eigentlich voll viel Platz haben, um Sachen zu droppen. Beziehungsweise um Sachen zu verstauen. Halt die Fresse da. Lass mich in Ruhe. Ich möchte nichts von dir. So, erstmal im Inventar nachgucken. Ja gut, kann man schon gebrauchen. Was ist das hier? Das ist Ripper Kling. Da wir den Ripper nicht haben, kann das Ding eigentlich weg. Die zwei Muni-Teile können auch weg. Joa. Dann hier mal schauen. Wir haben 23. Wir haben 8 Knoten, ey. Unglaublich. Also ich bräuchte auch ein bisschen Heilung, deswegen hole ich mir einfach 2 Medis. Ich hätte mir noch... egal. So, bam. Einen schon mal wieder verbraucht. Und weiter geht. Was bist du? Lass mich doch nicht verarschen von irgendeinem komischen Moppelzeug auf dem Boden. Lol, jetzt fällt der Besen um. Lass mich verarschen. Ich will noch mehr von dem. Kann man irgendwie das anders machen? Muss ich das so machen? Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, ob die mich angreifen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich da vorbeilaufe, dann... ist nicht so gut, ne? So. Da haben wir es auch noch. Also weit, ach, so weit kann ich doch nicht schmeißen. Doch, kann ich wohl. The fuck. Piss dich! Geh weg, lass mich in Ruhe. Da ist auch so ein Teil. Hier. Ja toll, es hat nichts gebracht, scheiße. Hier. Da. Und da ist auch noch so ein Teil. Hier. Hallo. Okay, das kann erstmal weg. Warte, warte, warte. Speicherstation öffnen. Nee, speichere jetzt noch nicht, weil wir haben ja auch eine Werkbank. So. Ist hier noch irgendwie so ein Teil? Okay, erstmal nicht, dann gehen wir mal an die Bench ran. So, dann gehen wir mal kurz auf den Plasma-Cutter.
Jetzt muss ich mal ganz kurz... Oh, kleinen Moment. Okay. Heißt, wir fangen... Ja, ich hab mir nämlich mal das... hab's mal geöffnet, das, was ich bekommen habe, wie ich das am besten verteilen soll. Kann die Schrift aber so ein bisschen blöd lesen, weil das dafür zu klein gezogen ist gerade. Deswegen muss ich ab und zu mal rüber gehen, dann bin ich nämlich nicht mehr so richtig am Mikro. So, dann hier hin, dann hier hin und hier hin. Dann habe ich immer noch drei Stück übrig, die ich jetzt nicht weiter in den Cutter mache, sondern ich glaube mal ein bisschen in den Rig. Wobei, das ist jetzt auch... Ja, wobei, nee, ist egal. Mal hier den und dann muss der andere ja hier unten sein. Und dann habe ich nämlich noch einen übrig und den behalte ich auch. Den werde ich mal noch nicht weghauen, den Knotenpunkt. Bestätigen das Ganze, jawohl. Und weiter geht's. Denn genau hierfür brauche ich etwas. Zum Glück habe ich das jetzt nicht gemacht, sonst hätte ich mich bestimmt geärgert. Jetzt finde ich sowieso Sachen, die ich sowieso nicht mitnehmen kann. Also, was soll's. Obwohl, Credits. Credits ist natürlich immer eine feine Sache. Munition und schon kann ich nichts mehr mitnehmen. Gut, Stase scheiße ich drauf. Das war alles. Okay. Wir haben auf jeden Fall Muni bekommen. Und Geld. Lol. Weg. Ich will nicht in die Schwerelosigkeit, verdammt nochmal. Ja, warte mal, ist da in Schwerelosigkeit? Wie kann es denn da brennen in der Schwerelosigkeit? Tja. It's a little bit strange. Aber wir können jetzt... Okay, was hier? Sauerstoff aktiv. Ja, das wäre schön, wenn es aktiv bleibt. Nein! Okay, warte. Weg. Aha. Jetzt. Na, komm jetzt raus. So. Naja, wir sind auch cool, wir sind auch cool. Hier müsste es aber noch irgendwo was geben, oder? Oder muss ich die mehr austauschen? Das ist ja Quatsch. Halt! Halt, habe ich gesagt. Meine Güte. Nehmen wir mal mit, wir machen das jetzt. Das ist eigentlich Quatsch. Ach, wobei, ich bin auch ein Mongo. Ich kann ja auch da runter. Okay. Wir gehen jetzt erstmal kurz hier... Ah, nee, wir können doch nicht hier runter. Doch, wir müssen aber hier runterkommen. Warte mal. Ach stimmt, wir können ja eh fliegen hier. Ich hab das ja voll vergessen. So, okay, wir gehen mal hier rum. Ey, ich finde es voll geil gemacht. Mhm, da werde ich wahrscheinlich jetzt auch durchfliegen. Ich sollte erstmal irgendwie das Feuer löschen. Erstmal drauf schießen. Oh. Tja, dann machen wir nochmal alles raus. Bringt mir aber auch nichts. Ich meine, hier ist doch immer noch das blöde Feuer da. Warte mal, was ist da oben? Achso.
Aha. Da oben habe ich doch gerade noch was gesehen. Wo ist denn das jetzt gewesen da? Los, Isaac. Isaac! So. Naja, kein Problem. Wir machen jetzt die Batterien wieder rein und dann ist gut. So läuft der Scheiß nämlich. Toll, warum ist das Licht aber nicht normalisiert? War noch irgendwo eigentlich was, aber jetzt habe ich dann natürlich voll aus den Augen verloren. Egal, wir nehmen das hier mal mit. So. Ach verdammt, nee, ich muss ja dann die linke Maustaste gedrückt haben. Von wo, was? Halt die Fresse! Oh, ich habe mich getroffen. Scheiße. Du tot? Ich glaube ja. Stirb, stirb, stirb doch. Geht doch. Meine Fresse, ey. Jetzt nehmen die auch noch das Licht weg. Das ist doof. So, der hat auch nichts. Ah doch, Strahlenmunition ist schön. Kann man wenigstens noch ein bisschen was mit anfangen. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Okay. Warum ist denn jetzt auch das Licht aus? Ist doch doof. Achso. Okay. Heißt, wir müssen uns jetzt hier eine holen. Na dann. Kein Problem. Nehmen wir uns einfach eine Batterie von hier, würde ich mal sagen, oder? Der Sauerstoff reicht ja immer noch. Hier ist eine neue Batterie, bitteschön. Gern geschehen. Alles klar. Dann können wir weiter. Mach mal bitte die Tür jetzt auf. Ich muss hier warten. Das ist blöd. Alter Junge! Kein Wunder, dass man sich da erschreckt, so hässlich wie die aussehen. Du willst mich doch nicht einfach anspucken. So, Tür erstmal wieder zu. Nachladen. Jetzt können wir nochmal die Tür öffnen. Komm her, du. Achso, du bist tot. Ja, das ist blöd. Dass du jetzt gestorben bist. Tut mir ja fast gar nicht leid. Isaac, die Schritte. Er will, dass ich die Schritte befolge. Für Schritte? Die dunkle Maschine kriegen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden. Alles klar. Ich weiß nicht, von wem er imaginär verfolgt wird. Aber anscheinend hat er vor demjenigen sehr viel Angst. Haben wir hier Stasepack kaputt machen? Hier ist ein Vorrat. Okay, da muss ich sogar rein, also gehen wir wieder zurück. Okay, du warst ein normaler Mensch, das konnte ich jetzt nicht so einschätzen. Ich habe mich mal lieber getötet. Also bin auf Nummer sicher gegangen, dass du wirklich tot bist. So wollte ich das eher sagen. Dann werden wir hier mal wieder speichern. Und an der Stelle beende ich auch die Folge und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ins Vorratslager gehen. Bis dahin, haut rein, Leute.